Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Bossruinen, die Bossruinen betreten. Und ich bin jetzt wieder hier im zweiten Gebiet, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Hab ein bisschen trainiert, wir sind wieder kurz vor Level 18. Und ich würde sagen, das Level abholen wir uns jetzt mal ab. Ja, okay. Sehr schön. Kriegen wir wieder neue Titel. Ah, sehr schön. Ja, macht Spaß zu spielen. Ich spiele ja normalerweise keine Magier, aber wenn das so meine Lieblingscharakter wären, dann lasse ich mich herab. Und irgendwie sind die voll stark, habe ich das Gefühl. Dabei habe ich voll trainiert. Eigentlich habe ich kein Level bekommen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Halten die viel aus. Beschleunige mal ein bisschen. Naja. Schön hochheilen. Sehr wohl. Ja, neues Art erlernen, Kenntnis zum Titel vertieft, neue Kampfaktion erlernt, okay, und AP dazu bekommen. Okay, da Aufstieg 0. Okay, halte bei einem verborgenen Art Kreis gedrückt. Meine Kombo mit einem höheren verborgenen Art wegen, falls du eines gelernt hast. Okay, kostet 0, warum nicht? So, neue Fähigkeiten haben wir alle gelernt. Schattenschock. Wo kann ich noch mal erkennen, ob das eine Dings ist oder eine? Das ist eine neue. Ja, man zieht sich sofort zurück, tankt Kraft und lässt dann eine Schnellfolge von Hiebangriffen los. Höheres verborgenes Art von Schmetterzahn. Ah, okay. Du hast Fallstoß erlernt. Zeitverzögertes Art wird als Antwort auf einen Gegner aktiviert, den Edna mit einer 20 Treffer Combo oder höher angreift. War ja in Gravitation, bla bla bla. Fallstoß. Warte mal, das hier. Okay. Ja, Mann, wenn ich das dann aktiviere und nee. Mein Gott, hier. Haben wir's, ja. Dann nehmen wir aber keine neue Art Skill. Also ich muss mal kurz mal gucken. Erddrachenzahn kann ich nur lernen. Okay, machen wir das. So, und diese gelben Dinger, glaube ich, weiß ich auch, was das sind. Das ist für Amortisierungen eine neue Fähigkeit, oder? Geschmolzene Mauer. Zerrüttelte Sintflut. Ja, die können nur solche Sachen lernen. Ich habe jetzt übrigens nur nach den Werten geguckt und deswegen haben jetzt einige Charaktere jetzt ihre Fähigkeiten verloren, oben rechts. Und ja, ich gehe jetzt einfach nur nach den Werten, um zu gucken, ob das irgendwie besser wird. Ich merke immer noch keinen Unterschied, aber was soll's. So. Gucken wir mal hier. Was da noch ist, das Gebiet habe ich natürlich noch nicht erkundet. Ich habe außerhalb, ehrlich gesagt, trainiert. Ich habe irgendwie den Herrscher des Landes ein Level höher gebracht. Weil je mehr Monster man erlegt, desto höher wird auch der Level von dem. So. Euch schaffe ich mit Erde zu erlegen. Fallstoß. Ich möchte mal halt ausprobieren. Versuche mal jetzt Steinstoß einzusetzen und aufzuladen, ob dann Dings eingesetzt wird. Okay, ich weiß nicht, wie er funktioniert. Ich weiß nicht, wie er funktioniert. Guck mal nochmal.
Halte bei einem verborgenen Art Kreisgriff, um eine, okay, das ist keine, komm mit einer höheren verborgenen Art zu wirken, falls du eins gelernt hast. Ach so, das ist wie ein Dingens, warte mal. Also, Schattenstock, Schock, meine ich, Schmetterzahn. Wenn ich das hier drücke und dann Kreis drücke, dann kommt Schattenschock. Oder was? Welcher jetzt sehen? Und das ist auch wie ein Graces F. Bin ich jetzt hier rumgegangen? Ja, ne? Ja. Ob schon. Keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Und da sind drei Gegner auf einmal, gegen die werde ich aber nicht auf einmal kämpfen. Gibt zwar gut Erfahrungspunkte, aber Gegner sind dann irgendwie 30, 40 Level höher. Ist nicht gut. Na, gucken wir mal. Ja, das ist jetzt Dings ein. Sehr gut. Also wenn ich den Angriff einsetze, dann kommt direkt der Angriff. Weil ich sowieso noch 5 Attacken mit ihm habe, kann ich ihn noch drin lassen, den Angriff. Oh, Monolith. Uff. Und schon wieder. Leila ist immer, wenn ich nicht hingucke, am Verrecken, ist mir aufgefallen. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Kalzitschirm halten. Okay. Oh, gute Effekte. Ausgerechnet jetzt habe ich mein Ausrüstungsschema geändert. Schwächen und Resistenzen. Es gibt verschiedene Arten von Resistenzen. Die blauen gezeigt werden, wenn du zu einem resistenten Feind Schaden zufügst. Der Schaden wird halbiert, Hemmung, du kannst Schaden zufügen, den Feind aber nicht zum Taumeln bringen. Schaden wird um 90% reduziert, Reflexion Schaden wird auf dich reflektiert. Ja, super. Schaden kann zurückgeworfen werden, das ist ja richtig geil. Dornenweste. Okay. Angriff hoch, Angriff hoch. Und dadurch geht sogar nicht der Dings verloren, der Effekt. Sehr gut. Sogar perfekt für ihn. Verteidigung und Angriff. Boah, es hat so, wenn ich jetzt nicht getroffen werde, verdammt, natürlich werde ich getroffen. Sehr schön. Ich gucke jetzt nicht jeden einzelnen Gegenstand immer nach, wenn ich reinbekomme. Ich komme bei jeden Kampf ein. Ich offscreen. Wir schaffen es ja irgendwie durchs Spiel. Auch wenn ich nicht perfekt spiele. Wir müssen ja immer noch hier ein Helion finden, merke ich gerade. Ich nehme an, auch hier ist ein Speicherpunkt, merke ich doch. Kann ich aber zeigen, ja. So. Oh, hallo. Dann Wiederherstellungszahl steigt um 20%, wenn du Snacks isst. Oh, ja, stimmt. Habe ich nicht ausgerüstet. Weil ich das nicht brauche. So, ich habe den immer hier sowas zu essen angeboten, weil ich habe einige Charaktere eingestellt, die jetzt Nahrung erstellen. Essen erstellen, meine ich. Und ja, manchmal habe ich so schwarzes Zeug oder klebriges Zeug und all sowas bekommen. Da habe ich direkt den gegeben. Okay. Außerdem, vielleicht bringt's ja was, wenn ich so Schatzsuche und so brauche ich sowieso nicht oder Monolithen. Weil wenn mir die nur zeigen, dass die in der Nähe sind, wenn ich vor denen stehe, dann brauche ich das auch nicht suchen. Ich traue mir schon zu, dass ich die Augen noch offen halten kann. Ich könnte natürlich aber Dings hier so, wie nennt man das so, spezielle Orte könnte ich vielleicht irgendwie übersehen. Da habe ich irgendwie Angst. Da kann ich halt jetzt mal nachgucken. Ja, stehen, die sind ja nummeriert. Und wenn ich einen verpasst habe, sehe ich das ja. Mina! Oh. Copyright-Musik wieder im Hintergrund. Ich krieg wahrscheinlich wieder Probleme. Warum steht Edna direkt da vorne? Ja, super. Benutzt wohl vertikal als auch horizontal angefasst. Es könnte schwierig werden, ihnen allen auszuweichen. Wenn du nicht sicher bist, sorry, dann versuche nicht auszuweichen. Abwehren ist vielleicht sicherer.
Die gefährlichsten Angriffe sind die, die sich aus einem überraschenden Winkel treffen. Illusionierte Pflanze, Vorsicht, ihre Blätter sind nicht nur Dekoration. Ihr Reichweite ist größer als sie denkt, bei Börstern, okay. Dann, oh Gott. Natürlich. Der geht mir wahrscheinlich wieder auf die Fresse. Ich muss schon sagen, Edna wäre schon wieder beinahe verreckt. Edna ist tot. Was zum Teufel? Wie ist das schon wieder passiert? Okay, sie war auch irgendwie ganz vorne aus irgendeinem Grund. Alter! Du Pisser, hör auf damit! Und Leila fragt auch. Warte mal, ich kann zum Mikro wechseln, ich Idiot. Dann wird sie ja wiederbelebt, Idiot. Ich frag mit Leo. Ernsthaft? Kannst du mal aufhören damit? Aha. Mikleo, was zum Teufel? Was macht ihr denn? Alter! Du, besser, hörst du jetzt mal. Boah. Ja, die sind vor einer Sekunde am Kämpfen. Die verrecken direkt. Blödes Viech, du. Gibt's doch nicht. Ich freu gleich auch. Ich sehe irgendwie gar nichts. Kann ich bis jetzt nur Apfelgummi einsetzen? Ja, Alicia, du bist jetzt auch dran, sehe ich gerade. Kommt sie hier noch einmal her? Alter. Irgendwie sind die computergesteuerten Charaktere voll kacke, habe ich das Gefühl. Ich jetzt gerade selber sorry gesagt. Ja, ja, schaffe ich nicht. Es war wohl echt eine Verarschung hier. Boah, da fragt er jetzt schon wieder gleich. Kann doch nicht so schwach sein, ey. So, du verreckst jetzt erstmal. Boah, ich krieg die Krise. So, du. Das ist jetzt schön bei mir. Gibt's doch nicht, ey. Ja, du kommst jetzt schön. Nein, du gehst nicht auf die los. Oh, Spinne. Ja, Powertropper. Okay, da ist doch Erde. Aber ich hab keine Dings. Alter. Sie hält halt gar nichts aus. Wenn du gehst jetzt schon wieder auf Leila los. Oh. Sind alle am Leben, ja, ne? Wie der Viech aber auch nur auf sie losgeht, ne? Der will gar nicht gegen uns beide kämpfen. Da! Der will gar nicht gegen uns beide kämpfen, der geht direkt auf sie los. Oh, jetzt ist. Es ist Alicia verreckt, ja super, jetzt kriegt sie keine Erfahrungspunkte. 1353, super. Boah, wie ich. Der ist auch nicht auf uns los, der ist nur auf Leila losgegangen. In Feindkommen können sich Feinde von niederen Rang befinden. Aber Vorsicht, bestimmte Feinde können miteinander Kraftverbindungen eingehen, wodurch ihre Kraft enorm verstärkt wird. Das habe ich schon gemerkt. Oh, das war kacke. Also manchmal die Bosse, ne?
Und mit Leo. Aha. Oh ne. ねえ。やはり重視契約の反動が。いや、俺がぼーっとしてたか。下手したら死んでたわ。アリーシャもミクリオも。僕はいい。アリーシャのために黙ってたんだ。スレイは。そうだと思います。ですが限界でしょ。 Alicia, よかった. ]大丈夫だ。私なり. ロハンさんの領域展開できたようですわね. 一件落着ありましょう. ルーカスたちの様子も気になるしね. 行こう. Alles wieder meine Schuld, ne? Na super. Guckt euch das an. Ich hasse es, wenn sowas der Fall ist, wenn irgendein Charakter freckt und dann Erfahrungspunkte flöten gehen, dann geht. Ach, finde ich sowas von kacke. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr vernünftig leveln. Ah. Super. Hab schon erwähnt, dass ich das kacke finde? Dann kann ich doch bestimmt prüfen hier, ne? Ne, okay. Ja, was soll man machen? Sind die Steine jetzt weggegangen? Ja, natürlich sehr gut. Hat sich nichts geändert. Na, lass mal das jetzt. Auch egal. Ist jetzt passiert. Also, was soll's. Vielleicht werde ich auch mal irgendwann eine Trainingssession oder irgendwie so machen. Keine Ahnung. Egal. Ne, die Steine sind noch nicht weg. Irgendwas, was man erkunden kann. Anscheinend nicht. Geht's dir gut? Geht's noch? Tut's noch weh? Mit mir? Mir geht's gut. Vergib mir. Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Ich bin sicher, es kommt nie wieder zum Gespräch irgendwie, dass sie wegen uns angegriffen worden ist. Das ist so ein Plot-Twist. Ach, hier war der Stein. Ach. Ah. Regt mich aber auch so auf, ne? Weil die ganze Zeit meine Seraphen frecken. Warte mal, habe ich irgendwas bekommen? Eine normale Kugel, Bernstein-Diadem. Da war, hat Alicia die meisten AP, ne? Seriously. Was soll ich überhaupt machen? Ich finde Lukas von der Pflicht, die Stadt zu beschützen. Okay. Der wird dann natürlich auch nicht bezahlt. Das ist ja der Söldner, oder? Von dem wir ja reden. Nehme ich an. Gehen wir ganz schnell hier raus. Wir reden mal vielleicht ein paar Gegner. Oder vielleicht auch nicht. Die Vögel ist Edna am besten, finde ich. So, Alicia muss jetzt Erfahrungspunkte aufholen. Ich kacke. Ah,
Warte mal, ich habe doch Titel und so aufgelevelt, ne? Von eben. Ja, stimmt. Ach. Ja, aber die kann ich irgendwann kaputt machen. Also irgendwann kann ich sie auf jeden Fall kaputt machen, aber... Nehme ich an, aber... Will die jetzt kaputt machen? Mango Orbit. Ich glaube, da ist das erste... Sorbet. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass da was... Komm, das geben wir uns jetzt auch noch. Uff. Bum, 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 bum. Sehr gut. Fahrungspunkt hol ich mir doch. Ja, das ist natürlich, ich kann jetzt nicht mehr gezielt leveln. Das regt mich schon wieder auf. Ja, geblieben. Wurf. Kein Level ab. Schade. Kann ich auch wieder Gerichte oder so herstellen, die mir mehr Erfahrungspunkte geben? Oder irgendwie sowas? Soll man meine Snacks angucken? Das ist vielleicht eine Idee, ne? Im nächsten Part. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier raus zum Speicherpunkt und beenden den Part. Also jetzt kommt natürlich wieder eine Szene. Nein. Ich sehe schon, dass das hier heller geworden ist. Und Quatsch. Nein! Jetzt nicht noch eine Minute warten können. Und dann beende ich jetzt den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.